Blechschädel. Das ist so geil. Hey, Blechkopf. Übrigens, hier ist... Hier sollte zumindest das gleiche Zeichen sein, nämlich den Löwen. Das Löwenwappen. Ein wunderschönes Wappen ist auf dem Boden gezeichnet. Es scheint, als würde es den Löwen repräsentieren. Ja, hier benutzen wir diesen wunderschönen Stein. So, und wir müssen jetzt eben halt dorthin. Das Licht der Sonne fließt in das Wappen. Der versteckte Weg wurde erleuchtet. Und damit haben wir eben halt auch die Kraft der Sonne daraus verloren. Hey, Buckethead! Over here. Dass die anderen das aber auch, die einen dort hinten da sind, dass die einen auch nicht hören. Hey, Buckethead! Hello? Die sind auf jeden Fall so strohdoof geil. Hey, Buckethead! Hey, Buckethead! Die sind so geil. Richtig schön strohdoof. So, der Weg ist natürlich hier. Ein schwaches Licht scheint jenseits dieses Walls. Boah. Nähern wir uns mal dieser wunderschönen Wand. Wand! Könnte man schon bei einer Ventus sagen, aber naja. Und da haben wir auch unseren Weg. Also ein Dieb hat es hier wirklich leicht, die gesamten Sachen zu holen. Ach, warte mal eben, wir sind ja einer. Nun, das ist, sollte die geheime Passage sein. Nun, wo ist dieser Schatz? Hey, seh dich vor. Ich habe mir wohl nicht viel eine großartige Wahl zu lassen. So. Dort führt es übrigens weiter und hier ist ein kleiner Switch. Ein kleiner Schatten. Du siehst ein kleines Objekt, das aussieht wie ein Schalter. Ah, drücken wir einfach mal, ist so strohdoof. Klack. Du hörst ein mechanisches Klick von hinten. Oh Gott, nein, schon wieder von hinten. Diese Wand sieht sehr verdächtig aus. Boah, prüfen wir die mal so ein bisschen. Ich wusste es doch. So viel Schätze rein. Ich will nicht wissen, was du jetzt vorhin gemacht hast, Vanny Boy. Play the leading man. Who else? Fran, the Magicite. Now then, I'll take that. No, you won't. I found it. It's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Thank you.
Exit stage right. The gods do not smile on us. I like it better that way. Du hast den göttlichen Magisid erhalten. Magisid, das kennen wir noch aus Final Fantasy VI. Dort waren es eben halt die Steine, die man benutzen könnte, um die Esper zu rufen. Hier ist es jetzt einfach nur ein komischer Stein, der jetzt wirklich nur magisch irgendwie angehaucht ist. Aber egal. So. Wir könnten jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen rumforschen, aber das mache ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Wozu auch. Wir hauen einfach nur schnell ab. Und das, was eigentlich gesagt worden ist, ist eigentlich uninteressant. You're freeze, eh? That's quite an entrance. Impeccable timing. If I didn't know better, I'd say they were waiting all along. Stop running! End of the line. You have something that belongs to me. Damn! All this way! Fran, let's move! Off with you! What's going on, Fran? I don't know. It's not hitting me. I don't have time for this. I'm slipping. Not good. What happened? Our hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire, and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well... Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind. Und Basir sowie Fran haben der Party nun gejoint. Yay! Wir feiern jetzt eine Dreierparty! Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt
zu dritt unterwegs. Und wir haben natürlich wunderschön unsere Karte aufgerufen. Nein. Basti und Fran, die müssen natürlich jetzt auch ein Lizenzbrett zugewiesen bekommen. Denn die werden jetzt auch unsere Party die gesamte Zeit über gejoint bleiben. Außer vielleicht so ein paar Momente. Und ich habe mir überlegt, dass Basir und Fran, gerade bei den beiden war ich mir sehr unsicher, welche Klasse die bekommen sollten. Man kann nämlich auch sagen, man könnte ihnen die Basir zum Beispiel die Maschinist-Klasse geben. Und Fran, die Archer-Class. Das wäre allerdings so gesehen eigentlich so die sinnfreiste Entscheidung. Bei Fran, ich meine, die soll ziemlich viel Vitalität haben, dafür soll sie in den gesamten anderen Werten einfach nur sacken. Also die soll total schlecht sein, in allen. Deswegen wäre für sie vielleicht sogar besser, wenn sie die Breaker-Klasse bekommt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, Balsir könnte auch die Breaker-Klasse gut stehen. Denn Balsir ist sehr gut im Angriff. Zu ihm würde vielleicht sogar auch die Monk-Klasse gut passen. Und es wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Aber er wird von mir die Maschinist-Klasse bekommen. Wie gesagt, ich finde, bei hier stehen einfach nur Waffen. Und ich bin später auch gar nicht mal so schlecht damit gefahren, dass er eben halt diese Klasse besitzt. Er hat zum Beispiel auch schon die Steel Ability. Und hier vorne. Das heißt, 50 plus 50 sind 100. Wenn man 100 LP-Punkte hat, dann könnte Balz hier schon direkt seine erste Myst-Technik lernen. Fires of War. Ich werde ihm allerdings diese Technik nicht beibringen. Ich meine... Oder doch, stimmt. Ich meine sogar, dass man diese Technik ihm auf jeden Fall beibringen kann. Hier ist übrigens auch der Alchera-Ralf, also dementsprechend sollte es kein so großes Problem sein. Wo suche ich denn? Dort auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist Swiftness, genau. Diese beiden Swiftness, die sollte man Basir definitiv, es sind sogar drei. Diese drei sollte man ihnen auf jeden Fall geben. Denn je mehr Swiftness er bekommt, ich glaube, ansonsten gibt es hier wirklich gar nichts mehr für ihn, was noch interessant sein könnte. Je mehr er auf jeden Fall davon hat, desto besser. Denn Basir ist mit Knarren leider, das werden wir noch später sehen, langsam. Fran ist da so ähnlich. Ich werde ihr Drops in die Archer-Klasse geben, weil es einfach nur für sie das Beste ist. Also wie gesagt, damit... Das habe ich privat auch so gemacht und damit bin ich auch sehr gut gefahren.